Wir haben viele Grüße und einige Grußworte von Abgeordneten des Europäischen Parlaments und des Deutschen Bundestages, die ich kurz verlesen möchte. Herr Elmar Brok, Mitglied des Europäischen Parlaments, vielen Dank für die Einladung zu der zentralen Protestkundgebung Rettet das Kloster Mor Gabriel, rettet das Christentum in der Türkei am 25.01.2009. Es ist wichtig, dass das christliche Erbe und somit auch die Freiheit der Religionsausübung gewahrt werden. Außerdem sollten in jedem Land ein friedliches Zusammenleben der verschiedenen Ethnien und Religionen gewährleistet sein. Deshalb befürworte ich Ihr Engagement in dieser Sache und spreche Ihnen meine volle Unterstützung aus. Gegenüber Ministerpräsident Erdogan habe ich kürzlich das kulturelle Erbe der Christen in der Türkei angesprochen. Leider kann ich jedoch aufgrund langer zugesagter Termine nicht an der Protestkundgebung teilnehmen. Ich bedauere dies und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Kundgebung. Vielen Dank, Herr Brok, hier aus Berlin nach Brüssel. Cem Özdemir, Mitglied des Europäischen Parlaments und Vorsitzender der Partei der Bündnis 90 Grünen, die heute ihren Bundesparteitag haben, entschuldigt sich und richtet folgende Worte an die Versammlung. Liebe Freundinnen und Freunde, religiöse Minderheiten sind in der Türkei leider immer noch in mehrfacher Hinsicht Diskriminierungen ausgesetzt. Die jahrhundertealte religiöse und kulturelle Vielfalt in der Türkei wird nicht als Stärke, sondern leider immer noch als sehr stiefmütterlich behandelt oder gar als Bedrohung angesehen. Bei einem Besuch vor etwa 2 Jahren im Kloster Mor Gabriel hatte ich die Gelegenheit, mir ein eigenes Bild vom Zusammenleben der Menschen vor Ort zu machen. Ich war beeindruckt vom Beitrag, den die syrisch-orthodoxe Gemeinde sowie das Kloster Mor Gabriel für die Region leisten. Auch deshalb habe ich mich gemeinsam mit meiner Kollegin Heide Rühle mit einer schriftlichen Anfrage an die Europäische Kommission gewandt und um Überprüfung der Anklage gegen das Kloster Mor Gabriel gebeten. Mit besten Grüßen, Cem Özdemir. Frau Erika Steinbach von der CDU, Mitglied des Deutschen Bundestages und Sprecherin für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, lässt sich auch entschuldigen und richtet die folgenden Worte. Mit großer Sorge verfolgen wir den Prozess gegen das Kloster Mor Gabriel, eines der ältesten Klöster der Christenheit. Schließlich könnte es die Zukunft des geistigen Zentrums der syrisch-orthodoxen Christen durch Enteignung besiegeln. Die Folge wäre, dass die Christen aus der Gebirgsgegend Tur Abdin bald ganz verschwunden wären. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sollte dieses Thema stärker Gehör finden. Es kann nicht angehen, dass ein EU-Beitrittskandidat wie die Türkei so massiv gegen Religionsfreiheit als zentrales Demokratieprinzip verstößt. In der Verantwortung steht daher vor allem auch der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan. Wer wie Herr Erdogan mehr Rechte für Muslime in Deutschland fordert, der muss auch dafür Sorge tragen, dass Christen in der Türkei daher begrüßen und unterstützen wir die heutige Demonstration der Aktion Mor Gabriel, um gemeinsam für das Kloster Mor Gabriel und den ganzen Tur Abdin Flagge zu zeigen. Unser Dank gilt daher allen Menschen, die sich heute aus den verschiedensten Regionen Deutschlands und Europas auf den Weg in die Bundeshauptstadt gemacht haben, um dieser so wichtigen Botschaft Gehör zu verhelfen. Vielen Dank, liebe Frau Steinbach. Vielen Dank. Ja! Einige Abgeordnete des Europäischen Parlaments und des Deutschen Bundestags wären heute gerne anwesend, lassen aber ihre herzlichen Grüße ausrichten. Frau Dr. Renate Sommer von der CDU, Frau Elisabeth Jeckle von der CDU,
Frau Christine Köhler und Thomas Bareis aus dem Deutschen Bundestag. Ich darf nun